So, Versuch Nummer 3. Guten Morgen, sind Sie in einem Video. Da wird schon fleißig fotografiert. Mega Aussicht. Für uns geht es heute auf Monte Monticello. Genau. Das, was mehr oder weniger ein Muss da ist, wenn wir da sind. Der gehört immer dazu. Ist mega Auffahrt. Wir fahren heute mit den E-Bitches. Genau. Genau. Man kann ganz, ist ganz aufgefahren eigentlich. Mhm. Auch mit normalen, aber ist halt ein bisschen, ja. Loberei. Aber genau. Es geht recht gut. Also ein super Fopo. Uphill-mäßig und downhill-mäßig. Ja, super. Offiziell ist er sogar freigegeben vom Touristenverband. Warte, musst du unten gelangen, dass du mal quatschen. Offiziell ist er freigegeben vom Touristenverband. Gut, das ist in Italien sowieso schwer, als offizielles Fahnenkostenrad. Sind dazu, wir kennen mit den EWM ganz gut aus. Wir haben 500 Wattstunden, wir haben die kleinen Akkus, das gehen 1000 Höhenmeter echt super. Danach aber noch ein bisschen Spül. Ich ungefähr Fahrradgewicht 90 Kilo, Rucksack 10, also die Tour läuft super. Der Uphill ist, wie gesagt, ganz einfach maximaler S1 im Uphill-Bereich, einmal Wurzel oder sowas. 2 Stunden sind zum Schirmen. Und im Downhill halten wir nicht nach der offiziellen Strecke, sondern von dem oberen Teil Uphill-mäßig und fahren dann ab der Kapelle einen anderen Downhill. Der ist knuspriger bis zu S3, viel mehr Enduro, kaum mehr, weil der Originale wandelt jetzt oder endet jetzt in einer Fachstraße und das ist nicht mehr so cool, weil da haben sie jetzt gearbeitet. Genau. Drecke sehr viel in seinem Block, die einen auch. Jetzt muss ich nochmal durchschwenken. Da draußen seht ihr jetzt dann Moche Udinese noch. Genau, da unten Moche Udinese. Da hinten ein Strawut, Blaures und vorne Monte Flinzis. Also echt eine ganz coole Geschichte drinnen. Ja, drehen wir langsam auf. Ins Meer sieht. Auf der GoPro sieht man es jetzt nicht so, aber da hinten außen ist es nur geil. Und da unten sieht man 1, 2, 3, das sind die verlassenen Dörfer und ein viertes ist noch genau unter uns. Das sieht man dort so nicht. Richtig gesagt? Mhm, genau. Ja. Da hinten draußen ist der Monte Flop. Ja, der geht da irgendwo hoch. Nein, nein, hinten draußen ist der Monte Flop. Da hinten draußen. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, es gibt ja zwei Varianten. Ja. Die eine ist der Übergrund, ich weiß nicht, was der spricht. Der weiß genau. Ja. Ein Wahnsinn da drin. Voll. Und da ist mega zum Sitzen. Unter den Traumwarm. Jetzt gibt es eine kurze Pause für uns. So, wir sind auf dem Vorgipfel, in Anführungszeichen. Mega Blick da hinten, das sieht man jetzt im Weitwinkel nicht ganz. Da sind die Dolomiten schon. Unten Fälle mit der Aglamenta, was zusammen in Richtung Udine, Euche, Monte Simeone. Und wirklich Hammer Ausblick da raus. Richtig, richtig geil.
Gott sei Dank geht herum der Wind, weil es ist auch um die Jahreszeit, das ist ein Monticello, ein Backofen. Ist er so auch schon beim Auffahren gewesen, aber da passt echt gut.
Der Beweis, dass das keine Erstbefahrung ist, der hängt da. Steuerrahmen, oder? Ja. Britisch, ja, kann man nicht sagen. Schaut aber ganz gut aus noch. Spaß beiseite. Ihr seht, wie der Wickel schwitzt, ihr seht, wie ich ausschaue und schnau. Das ist ein richtiger Enduro. Das ist so, S3 geht da unten los, richtig geil. Ja, habt ihr ja bei mir gesehen, einmal, wenn es das Metall aus, das Ende, finde ich. Ja, macht mega Fun. Ja. Und noch lange kein Ende in Sicht, es geht weiter. Da hinten draußen die Autobahn, die echt krass, und schwenken da mal durch. Schon langsam finde ich, da sieht man jetzt traumhaft das Bache, was so ein Marchesa di Lante Quasa kommt. Da schaut die Wicke ein bisschen raus und ist echt ein Traum. Wir haben da so einen kleinen Bereich gefunden, wo wir uns hinsitzen können, und da können wir noch ein paar Minuten und Stunden verbringen. Weil wir müssen ja auch wieder heimfahren heute, leider. Und das ist echt ein Traum da. Also wunderbar. Und in diesem Sinne, boah, es geht ganz schön. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen für uns zwar. Wir haben es heute recht gut gemacht. Wir kennen den Berg ja schon, aber er ist einfach sowas von cool zu fahren. Und so effektiv. Ein Wahnsinn einfach. Also irre und dann noch so. Wirklich so eine Abschlussgeschichte. Paradies, ja. Wirklich ein Paradies, ja. Viele Leute fragen jetzt, warum fahrst du nicht weiter weg oder warum fliegst du nicht wohin? Also glaubst du mir, wenn ich das da kann, für mich ist das Heiligtum, mehr brauche ich nicht. Und also das Klangakku ist gekommen, total. Also alles andere war mir zu viel und brauche ich echt nicht. Bis jetzt, vielleicht verpasse ich was, vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber mir gelang es also da vollkommen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt es mitgemacht. Ich schaue jetzt wieder ein für ein paar Videos. Genau, wir bleiben dran und wünschen euch was. Pfiat euch, ciao.